Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Beim Handball ist ja auch ein ganz tolles Publikum. Wir haben gehört, wem die so applaudieren und wem nicht. Die Bemerkung konnte ich mir an der Stelle jetzt nicht verkneifen. Frau Kollegin Wagner, Sie haben eben die CDU geadelt mit dem Titel Fundamentalopposition. Ich möchte doch bitten, wenn jemand der Titel gebührt, dann ist es doch bitte schön meine Fraktion, die hier rechts außen sitzt. Und da fühlen wir uns auch ganz wohl. Zur großen Anfrage, Kollege Jastrombeck. Ich habe mich ja gefreut, dass Sie auch dieses Thema adressieren. Allerdings, wenn man dann reinguckt, so groß ist die Anfrage dann ja doch nicht. Die Anfrage inklusive der Antwort der Bundesregierung hat Platz auf 4 Seiten. Das liegt aber auch daran, dass die Bundesregierung es recht einfach hatte bei der Beantwortung. Sie konnte nämlich auf die Antwort auf eine kleine Anfrage unserer Fraktion verweisen, die vom Umfang her doppelt so lang war wie Ihre große Anfrage. So viel zur Arbeitsmoral hier der Fraktion. Meine Damen und Herren, aber zum Inhalt. Insofern darf ich vielleicht auch die Antwort, die ja indirekt auch dazugehört, hier mit einbeziehen. Daraus geht ja hervor aus der Antwort der Bundesregierung, sind ja interessante Daten, wie weit wir inzwischen gekommen sind mit der Digitalisierung, dem Breitbandanschluss an den Schulen. Und ich greife mir einfach mal 2 Bundesländer heraus. Berlin ist mit 88% der Schulen an ein superschnelles Internet angeschlossen. 1000 Mbit pro Sekunde werden an diesen Schulen erreicht und mehr. In Sachsen allerdings sind es nur 39%. Das Komische ist allerdings, wenn wir uns Bildungsvergleiche anschauen, dann liegt ausgerechnet Berlin, das ja so toll digitalisiert ist, ganz hinten und Sachsen ganz vorne. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, meine Damen und Herren. Dabei ist doch das ausgewiesene Ziel der Digitalisierung auch die Leistungssteigerung der Schüler. Das steht auch sogar im Koalitionsvertrag und in den Antworten der Bundesregierung. Nun müsste man sich aber auch fragen, welchen Erfolg hat denn eigentlich das, was wir da tun, wofür wir Milliarden ausgeben? Nun, Sie wissen es nicht genau, die Evaluationen dazu liegen ja noch gar nicht vor, aber was wir haben, ist der UNESCO-Bericht, den wir gestern im Ausschuss diskutiert haben. Und da entnehmen wir, ich will nur mal 3 Zitate aus diesem Bericht hier zum Besten geben. Erstens, Zitat aus dem UNESCO-Bericht zur Digitalisierung. Es gibt wenig belastbare Belege für einen Mehrwert von digitalen Medien in der Bildung. Zweitens, Medieneinsatz kann sich sogar nachteilig auswirken, wenn er unangemessen erfolgt. Und drittens, ein Großteil der Studien stammt von Anbietern, die diese Produkte schlichtweg verkaufen wollen, meine Damen und Herren. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn der Digitalpakt ein Film wäre, dann müsste er so heißen. Meine Damen und Herren, wo bleibt Ihre Evaluation? 2026 soll die erste Evaluation kommen. Dann 2024 läuft der erste Digitalpakt aus, der zweite muss längst beginnen. Also Sie haben keine Ahnung, was Sie da tun. All the gear, no idea, das ist das Motto für diese Ampel. Viel Technik und keine Ahnung. Vielen Dank.